Moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Im letzten Part haben wir den Dungeon beendet. Wirk, was für ein Bosskampf. Ich will es nur nochmal kurz hervorheben. Der beschissenste Bosskampf in einem The Legend of Zelda Spiel. Unbedingt reinschauen. Ekelhafter Boss. Und wir sind nun immer noch auf der Eisinsel, wollen sie aber in diesem Part verlassen. Jedoch würde ich gerne alles mitnehmen, was es hier zu finden gibt. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, ich werde definitiv nicht alles finden. Ich werde natürlich mein Bestes geben, aber wie gesagt, ich werde definitiv nicht alles finden. Hier haben wir zum Beispiel schon mal einen Krafttropfen. Und jetzt muss ich den ganzen Weg immer wieder zurückgehen, wenn ich was hole. Das wird ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele Kisten da oben gibt. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wir wollen die wahrscheinlich jetzt in dem Part verlassen. Und für mich wird das jetzt sehr viel geschnippelt werden, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Da kann es vielleicht auch geschehen, dass das ein oder andere Echo wieder vorkommt dann bei meiner Stimme, weil ich das halt bei meinem Aufnahmeprogramm immer neu einstellen muss, wenn ich da was schneide. Und ja, aus dem Grund, es tut mir leid, sollte das der Fall sein. Irgendwann, ich gebe natürlich mein Bestes, dass es nicht der Fall ist. Und ansonsten, ne? Tut's mir leid, müsste halt drüber hinwegkommen. So, ansonsten, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hole jetzt hier die ganzen Sachen nach, die wir ja hier verpasst haben. Und, oh Gott, wie komme ich denn darüber? Ach so, ja, ganz einfach. Oh Gott, Ultra, du bist ein Vollong. Ah, nur 20 Rubine. Ich hätte gern ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen mehr wird definitiv nicht schaden. Ich hoffe, ich übersehe hier auch nichts. Also sollte ich irgendwas übersehen hier, dann bitte ich euch, mir das in die Kommentare zu schreiben. Denn das wäre definitiv sehr, sehr hilfreich. So, was soll ich jetzt von hier aus machen? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, dass das einfach nur von hier dann zum Rüberkommen ist, ne? Da ich von da drüben ganz simpel mich hier rüberschwingen kann. Schätze ich mal. Habe ich sonst noch irgendwo was verpasst? Da gab es ja noch einen Ort. Der war hier oben. Genau. Und ich glaube, dass da oben noch irgendwas ist. Das heißt, wir müssen da jetzt noch einmal hoch, würde ich sagen. Ansonsten, hier ist nichts, ne? Hier ist keine Truhe, würde ich sagen. Wenn ihr mich fragt. Moment, was ist das? Es hat gerade so ausgesehen, als ob es da in eine Höhle reinging hier, der Ding hier. Aber nee. Na dann. Ich warte mich da jetzt nochmal hoch. Ich gehe jetzt sogar extra einen langen Umweg, einfach nur weil. Muss ich weniger schneiden. Das wird jetzt so oder so zwei Parts dauern. Mindestens, wenn nicht sogar drei. Und dann heißt es hoffentlich ein letztes Mal zurück in dem Meeresdungeon. In dem Tempel des Meereskönigs. Ich habe absolut keinen Bock mehr auf diesen Dungeon. Die Sache ist, nur dort kann man am leichtesten Schiffsteile farmen und ich will die 100% und aus dem Grund muss ich da nochmal hin. Naja, hilft nichts, ne? Hilft alles nichts. Ich werde da wohl oder übel nochmal hingehen müssen. Und wenn ihr Schiffsteile farmen wollt, dann empfehle ich euch auch den Tempel des Meereskönigs. Ja, geht halt einfach am leichtesten. So, für was wird das jetzt gut hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Was ist hier drüben? Komme ich da irgendwie rüber? Ich habe keine Ahnung. Soll ich da irgendwie rüberkommen? Da ist ja nichts, wo ich mich ranziehen kann. Ich glaube, dass da auch nichts ist dann, ne? Wir können ja nochmal von unten gucken. Nee, da ist nichts. Alles klar. Sind wir den Weg umsonst gerannt? Konnte ich ja nicht wissen. Aber eine Truhe gibt es hier definitiv noch auf der Insel, bevor wir dann weg können. Und diese befindet sich irgendwo in dem Gebiet hier. Das ist sehr gut erklärt, lieber Ultra. Ja, genauer weiß ich es halt leider nicht. Für was ist das Ding hier? Ich kann mich hier zum Beispiel rüberziehen. Was wird mir das bringen? Ich kann ja mal hier rübergehen. Die Sache ist, das bringt mir absolut gar nichts, weil der Kerl hier, der steht ja eh schon hier und mit dem konnte ich ja schon reden. Es war irgendwo ganz links. Das weiß ich, die Truhe. Genau, hier. Bei dieser kleinen Erhöhung, da gibt es, glaube ich, einen Tropfen. Genau. Es gibt nämlich überall einen Tropfen auf jeder Insel, den man mit Hilfe des Dungeon-Items erreichen kann. Und ja, es war irgendwie nur selbstverständlich, dass der dort ist.
Komm mir nicht zu nahe. Ich bin kein Haus. Ich habe kein Haus. Deswegen heiße ich so. Ich bin einsam. Aber ich bin auch gerne allein. Aber lassen wir das. Weil du schon mal hier bist, werde ich dir was verraten. Anuki mit Häusern vergraben Sachen vor den Schildern ihrer Häuser. So eine unkluge Angewohnheit haben wir. Was? Vergiss es, ich sag nichts mehr. Okay, das ist sehr interessant. Vor den Schildern vergraben die Sachen. Na dann zeig mal her. Wir haben hier einen roten Rubin. Na gut, der Kerl ist wahrscheinlich jetzt pleite. Ja, wahrscheinlich jammern die auch alle rum. Du hast jetzt den Stahl. Das kann ich mir vorstellen. Aus dem Grund juckt mich gerade nicht, ne? Kein Bock mit denen allen zu reden. Jetzt muss ich hier aber die ganze Insel nochmal abrennen und wirklich überall buddeln. Wir können mit denen hier nochmal reden, vielleicht haben die was. Gut gemacht, kleiner Mann. Okay. Gern geschehen. Lol. Vielleicht hat sogar der Häuptling was vergraben. Ich kann es dem Häuptling zutrauen, dass er hier der Strippenzieher ist. Wie lange sind wir jetzt schon hier? 6 Minuten. Ach du Scheiße. Ja, es wird ein Spaß. Nein! Hier. Oh! Ein nicer 100er! Damit ist der Häuptling pleite. Kann sich nichts mehr leisten. Tut mir leid. Du hast halt einen unter deinen Leuten, die irgendwie Petzen sind. Ganz einfach. Das war absolut nichts. Das war ein Fehlschlag. Ach, ich bin jetzt im Kreis gerannt. Okay. Ich bin im Kreis gerannt. Dim, dim. Aber da oben gab es ja auch noch was. Bei den Siedlungen. Da können wir ja auch nochmal gucken. Vor den Schildern. Da, sind das auch Schilder? Ist das auch hier gemeint? Vor den Schildern. Ja, tatsächlich. Da ist auch nochmal ein 100er. Der Wahnsinn. Krass. Gibt es ja aber auch irgendwas Krasses? Wie zum Beispiel eine Schatzkarte. Oder irgendwas in der Art. Das würde mich interessieren. Ja, nur Rubine bis jetzt. Die vergraben hier ihre Reichtümer. Ja, hier ist nochmal ein 100er. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Sollte es, wie gesagt, hier was geben, dann in die Kommentare, meine lieben Freunde. In die Kommentare. So, da ist bestimmt auch was vergraben. Das kannst du mir... Was zur Hölle? Da ist 300 Rubine. Einfach mal so. Und jetzt wissen wir auch, wie die ausschauen. Die sind nämlich golden. Und die kann man auch im Tempel des Meereskönigs farmen. Wenn ihr also farmen wollt, im Tempel des Meereskönigs, könnt ihr es am besten. Na dann, was hast du für einen Tipp für mich? Boing! Zeichne eine Linie zwischen hier und dem Haus des Häuptlings. Genau in der Mitte, wo etwas vergraben ist. Aber wer weiß, wo das denn schon ist. Eine Linie von hier und dem Haus des Häuptlings. Das bedeutet hier ungefähr. Ich denke, dass das richtig ist. So, was bringt mir der Pfosten hier eigentlich? Du bist so ein richtiger Pfosten, ne? Auch ein Tipp, okay. Boing! Kennst du den alten Romantiker, der auf der Insel Bonn lebt? Der hat etwas Schönes vor seinem Haus vergraben. Seltsame alte Männer tun seltsame Dinge. Na dann, das muss ich mir mal kurz aufschreiben. Weil das vergesse ich ganz bestimmt. Wo habe ich einen Zettel? Hier. Das war der seltsame Angler, ne? Den muss ich jetzt nochmal nachgucken. Tut mir leid. Weil das vergesse ich ganz sicher. Der Romantiker, okay. Romantiker vor Haus. So. Notiz ist erstellt. Machen wir weiter. Tut mir leid, aber muss ich mir merken. Irgendwie muss ich mir das merken und das geht halt am leichtesten, wenn ich es so mache. So, hier gibt's noch irgendwas. Ach, krasse Insel, hier gibt's echt viel. Wir sind jetzt hier echt schon Ewigkeiten unterwegs. Und ich merke halt immer noch den Fortschritt. Also, dass wir immer mehr und immer mehr noch finden können. So, irgendwo hier ist das vergraben. Vorm Schild? Nee. Dann gucken wir uns ein bisschen um. Das könnte jetzt dauern. Ist es das? Ist das gemeint mit hier ist irgendwas versteckt? 200 Rubine? Oder ist da noch mehr gemeint?
Also es ist auf jeden Fall die Linie, die ich da gerade eingezeichnet habe. Würde mich halt nur interessieren, ob es jetzt das war oder nicht. In der Mitte ist was vergraben. Naja, es dürfte das gewesen sein. Das heißt, dann hätten wir es auch. Und jetzt mache ich mich auf. Auf die hohe See. Immerhin bin ich jetzt reich, also da kann ich nichts mehr sagen. So, gucken wir uns noch an, was Limebeck dazu zu sagen hat, dass wir den Stahl haben. Oh, Link, schau ich an, Kleiner, hast du endlich den Stahl gefunden? Das hat ein bisschen gedauert, tatsächlich, ja, da hast du recht. Huhu! Es ist an der Zeit zu feiern, es ist nicht die Zeit zu feiern, es sei alle, es sei alles schon überstanden. Ich werde nicht ruhen, bis wir nicht alle Strähle gesammelt haben. Abfahrt! Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh! Ich bin reich und ich möchte gerne ein bisschen Geld ausgeben. Unter anderem, was haben wir denn hier Schönes? Ein Steinrumpf. Ey, den habe ich noch nicht, glaube ich. Den gönne ich mir mal. Einfach, weil wir sowieso noch 1000 Rubine bei Terry, 10.000 Rubine bei Terry ausgeben müssen. Und so habe ich wenigstens ein bisschen was schon mal. Das hier kann ich mir sowieso nicht leisten. Wäre zwar cool, aber geht ja leider nicht. Und das Ding und hole ich mir noch diesen Weisheitstropfen. Yeah! Was es mit dem Ring auf sich hat, weiß ich nicht. Der kostet 750 und ich weiß nicht, ob ich mir ihn holen soll. Es ist ja schon extremst teuer, ne? Könnt ihr mir einmal in die Kommentare schreiben, ob das so ein simpler Random-Schatz ist, wie, Und damit habe ich die Gesamtpunktezahl von 19. Versuche 20 zusammen, um eine Silbermitgliedschaft zu bekommen. Genau. Und davon brauchen wir dann, keine Ahnung, 100 oder so. Und dann kriegen wir die ganz besondere. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob das einfach so ein Schatz ist, der Ring hier. Oder ob das noch was komplett anderes ist. Weil ansonsten warte ich, bis ich den aus irgendeiner Truhe rausbekomme und kaufe mir den nicht bei Terry. So, ansonsten meine Reise geht weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Na dann, ich habe mal wieder ein Piratenschiff versenkt, ne? Hoffen wir, vielleicht ist es endlich der erste goldene, ne? Das wäre so cool, das erste goldene Schiffsteil. Nee, es wäre nur so eine Schiffsschraube, die haben wir schon. Schade. Naja, kann man ja nie wissen, ne? So, ich habe sogar extra mal nachgesehen, der gute Link-Fan hat mir das nämlich geschrieben, dass es hier noch etwas zu holen gibt mit den Krabbelminen und dem möchte ich natürlich jetzt nachgehen. Außerdem will ich gerne ein bisschen Geld ausgeben für die große Krabbelminentasche, denn schließlich haben wir das Geld. Yay! War zwar teuer, aber dann hätten wir das auch schon mal abgehakt. Also ich möchte noch mal kurz reingucken, ob es jetzt was Neues gibt. Was zur Hölle? Moment. Goronen. Insel. Herz. Container. 2000. Rubine. Bitte merkt ihr euch das auch, weil es könnte sein, dass ich den Zettel wegwerfe, auf den ich das gerade aufgeschrieben habe. Und so habe ich dann immer noch eine Sache, wo ich euch nachfragen kann. Beziehungsweise halt, ihr könnt mir es in die Kommentare schreiben, wenn ich dann irgendwann mal frage, okay, gibt es jetzt noch irgendwas, was ich nachholen kann? Die Frage steht natürlich jetzt auch im Raum. Gibt es irgendwo etwas, was ich noch nachholen kann, was ich jetzt in dem Part, beziehungsweise im nächsten Part, noch nicht gezeigt habe? Weil ich werde jetzt in den nächsten Parts, wie gesagt, ein bisschen was nachholen. Und wenn ich da irgendetwas vergessen sollte, was wir schon erreichen können. Also wenn ich dann wieder zum Meerestempel gehe, dann wisst ihr, jetzt ist das Nachholen vorbei. Und sollte ich bis dahin irgendetwas vergessen haben nachzuholen, dann schreibt mir das doch bitte mal, bitte in die Kommentare. Weil es wäre cool, wenn ich das wirklich hinbekommen könnte, das Spiel, ohne nachzugucken. Das wäre definitiv sehr cool. Würde mich echt freuen, wenn wir das schaffen würden. Gemeinsam mit der Community. Aber gut. Dazu ist, glaube ich, meine Community ein bisschen zu klein. Würde mich aber trotzdem sehr freuen. Und, ja, ne? Jetzt natürlich hier die große Frage. Wo ist denn das? Wo mich der gute, Link-Fan angeschrieben hat. Irgendwo hier, hat er gesagt, beim Labyrinth.
Dann guck ich mal. Ich sehe aber gerade nichts, ne? Moment! Na, ja, du bist's nicht. Das weiß ich. Und hier ist auch nichts. Bedeutet, ich sehe einen kleinen Weg. Einen ganz kleinen. Ich weiß nicht, ob es der ist. Wir gucken einfach mal gemeinsam. Das wäre dann da unten. Beim anderen Weg. Der hat ja schließlich in eine Sackgasse geführt. Das kann ja nicht ganz umsonst sein. Hier unten. Ah, blauer Slime, geh weg. Genau, hier. Hier können wir nämlich eine Krabbe... Nein, nicht so. So, da können wir eine... Krabbelmine reinschicken. Und was bringt der Schalter? Eine Truhe. Okay. Dann sage ich danke, lieber Link-Fan. Du lagst mit deiner These vollkommen richtig. Und nun hoffe ich, dass ich die bekomme. Aber es hat gut geklappt. Yay, eine Schatzkarte. Ich dachte tatsächlich, da ist jetzt ein Tropfen drin, ein weiterer. Aber eine Schatzkarte nehme ich auch. Vielen, vielen lieben Dank. Gut, dann steche ich wieder in See. Und ja, irgendwann kehren wir hierhin zurück und kaufen uns den Herzcontainer. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Nur wann? Keine Ahnung. Na dann. Na, da habe ich doch glatt noch was entdeckt tatsächlich. Und zwar eine Truhe, bei der, zu der wir nur mit den Enterhaken hinkommen. Und zwar hier bei dem kleinen Kitty. Muss man, dachte ich. Scheint aber nicht richtig gewesen zu sein. Wir gucken nochmal. Ja doch, oder? Ja, wir können uns hier rüberziehen. Und dann können wir die Truhe hier öffnen. Mit einem Muttropfen. Na endlich. Wurde aber auch mal Zeit, dass wir so einen mal wieder finden. Schließlich haben wir da noch nicht mal die 10 voll. Und das Spiel ist bald vorbei, ne, meine lieben Freunde. Na dann, jetzt aber wirklich ab in See. Übrigens, dass ich meine Schachteln sauber machte, kam das hier raus, aus der Schachtel zu dir. Was bringt der Tausch mir? Ja, der Typ hier gibt nämlich noch eine Schatzkarte, wenn man ihn nochmal anspricht. Ich glaube, ab einem bestimmten Ereignis, man braucht, glaube ich, 3 Schatzkarten oder so. Oder halt sehr viele Schätze, ich weiß es nicht genau. Dann gibt's auf jeden Fall noch eine kleine Belohnung von ihm. Auf der Heimatinsel dort, wo der Tempel des Meereskönigs steht. Keine Sorge, ich gehe noch nicht zum Meerestempel. Da gibt es noch eine Menge anderes Zeug zum Nachholen. Ich bin eigentlich nur hier, um den Greifhaken zu reparieren. Falls ich dabei aber noch über... Genau! Oh, das habe ich gesehen. In einem Video. Das tut mir leid, aber ich muss auch ein bisschen gucken, wie ich weiterkomme. Wie auch immer man darauf kommen soll, das ist einfach nur gestört. Da ist ein Schalter. Und der spawnt eine Truhe. Das ist... Wahnsinn! Darauf kommt man nicht. Und damit haben wir auch endlich die 10 Muttropfen. Ja, sehr cool. Gut. Dann würde ich sagen... Moment, wir gucken nochmal. Sieht man den Schalter? Ja, wenn man Pfeil und Bogen auspackt, sieht man ihn aber sonst. Und wer kommt an dieser Stelle bitte auf den Gedanken, Pfeil und Bogen auszupacken? Nimm mir einen. Irgendeinen. Na, dann wäre das doch schon mal geklärt. Dann gehe ich mal kurz ein paar Sachen verkaufen, einfach weil wir es können. Weil wir gerade hier sind. Da hätten wir unter anderem diese wunderschöne rosane Koralle, die bei mir absolut nichts wert ist, leider. Scheiße, das wollte ich nicht. Und ein Schiffsteil, glaube ich. Oder mehrere, ich weiß es nicht. Ich guck mal durch. Hier ist der Bohrbug. Na komm, geile Sache. Nee, mag er auch nicht so. Dann. Auch nichts. Dann. Nichts. Dann. Nichts. Oh, es fehlt noch so viel. Besonders die goldenen Teile, ne? Besonders die goldenen Teile. Das wird der Wahnsinn. Die zu sammeln... Ja gut, im Meerestempel soll man die wahrscheinlich öfters bekommen, habe ich gehört. Aber trotzdem, ne? Das wird anstrengend. Und die 7000 bei Terry, die will ich nicht ausgeben. Vielleicht für eines, aber nicht für mehr.
Gut, dann repariere ich. Wie gesagt, das wollte ich ja machen. Mehr nicht. Und dann stelle ich auch hier schon wieder in See. Abgemacht. So, und damit habe ich mein Schiffsteil gerade verkauft, um meinen Bergungsarm zu reparieren. Ja, nice. Das hat sich ausgezahlt. Was ist eigentlich hier? Kann man hier rüber? Ja, da konnte ich mit den Huhn lang, genau. Hast du eigentlich noch irgendwas im Angebot? Warum hat die jetzt auch einen Herzcontainer? Ist das derselbe? Verkaufen die alle dasselbe? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Ich schreib's jetzt auch nochmal auf. Meeresdungeon. Für euch ist der Part, für euch ist das jetzt hier vorbei. Ich steche jetzt gleich wieder in den See. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Ah, genau, hier gab's ja noch was. Auf der Insel von der Wahrsagerin können wir uns nämlich jetzt endlich an diese wunderschöne Truhe hier ranziehen. Mit einem Muttropfen. Yay! Sehr schön. Oh Gott, war der Thunfisch schwer einzufangen. Meine Fresse. Aber den haben wir, glaube ich, zum ersten Mal und es ist ein großer Fisch. Cool. Gucke ich direkt nach, ob wir den wirklich gerade zum ersten Mal gefangen haben, weil ansonsten war die Mühe und Not umsonst. Sie war umsonst. Yay. Na dann. Ich kann's ja mal kurz drin lassen. Weil ich fahre jetzt so oder so da drüben zum X hin, um das Ding zu bergen. Was auch immer das ist. Und das Bergen lasse ich drin. Ich schneide jetzt nur immer das Bergen raus von den Piratenschiffen. Weil das wird langweilig. Aber das Bergen von den normalen X'en, das lasse ich noch drinnen. Und jetzt, wo der Greifhaken wieder repariert ist, dürfte es auch hier absolut keine Probleme geben. So, ich bin gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Für eine geile Scheiße. Wahrscheinlich wieder irgendwas komplett Sinnloses, was kein Mensch auf dieser Welt braucht. Oder vielleicht auch endlich mal ein goldenes Schiffsteil. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das war ich nicht. Ich habe rübergelenkt. Kann ich nichts dafür, wenn du es nicht machst, lieber Greifhaken. Gut. Ich hätte gerne ein goldenes Schiffsteil. Hätte ich wirklich gerne. Mindestens eins mal, ne? Damit wir das mal sehen. Wir haben es ja bis jetzt bei Terry gesehen für 7000, aber ich glaube, man kann es auch nur für 3500 dann wieder verkaufen. Also die 7000 bei Terry sind wirklich übertrieben. Aber wenn ihr wirklich keine andere Wahl habt, an die ranzukommen und es fehlt euch nur noch ein Schiffsteil oder so, dann würde ich euch empfehlen, das bei Terry zu kaufen. Aber ansonsten spart euch das Geld und sammelt sie lieber woanders. Mein Tipp. So. Wunderschön, können wir wieder verkaufen. Aber es gibt immerhin schön viel Geld. Das Schiffsteil ist viel wert. Gut, dann auf zur nächsten Insel. Na, sieh mal einer an, da helfen mir doch meine Notizen sehr. Wirklich sehr. Moment, wir können kurz nachgucken. Ja, es ist immer derselbe Herzcontainer. Man kann ihn überall kaufen. Das ist gut zu wissen. So, da helfen mir doch wirklich meine Notizen sehr. Denn nun weiß ich, dass ich mich hier irgendwo hinangeln kann. Oder auch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Das sehe ich nämlich gerade nicht, wie das funktionieren soll. Ich sehe gerade auch bei der Palme hier, da gibt's was. Na, nur ein Herz. Wahnsinn. Ich muss irgendwie da rüber. So viel steht fest, das sehe ich ja. Die Sache ist nur, wie? Ich kann mich an dich nicht ranziehen, nee. Ich denke, ich mache mich einfach mal auf zum Dungeon da oben. Und das Rätsel, das gucken wir uns später an.